Moin zusammen. Pfingsten ist vorbei, somit auch das Honigmann-Treffen dort. War schon schön, war schon toll. Wir haben sehr viele neue Leute dabei bekommen. Wir haben eigenartigerweise auch sehr viele Jugendliche dabei bekommen. Und ich sag mal heranwachsende Kinder oder wie auch immer, die sich da tatsächlich für interessieren, die sich, naja, uns ganz anders vorgestellt haben. Aber es war schon toll. Wetter war nicht das Pralle, aber es war eben nicht zu heiß und das war gut. Aber es war auch nicht kalt, kann man nicht gerade sagen. In anderen Bereichen sind andere Vorhersagen gemacht worden, die zum Teil nur eingetreten sind. Jedenfalls war es schön. Und wir haben eine neue Woche vor uns. Und so kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 26. Mai 2015, Nummer 601. Norwich. Die meisten Arten vielzelliger Lebewesen existierten in einer männlichen und in einer weiblichen Form, vermehren sich auf sexuellem Wege. Dabei wäre die Vermehrungsrate viel größer, wenn es nur ein Weibchen gäbe, das sich ungeschlechtlich fortpflanzen würde. Britische Biologen haben jetzt durch ein Experiment mit Reismehlkäfern eine Theorie bestätigt, die erklärt, worauf die Existenzberechtigung der Männchen beruht. Männchen ermöglichen eine sexuelle Selektion. Das heißt und bedeutet, dass in der Regel die Weibchen, seltener die Männchen, ihren Geschlechtspartner unter mehreren Konkurrenten auswählen können. Tun die bei den Menschen übrigens im Prinzip auch so. Dabei werden diejenigen mit gesundem Erbgut bevorzugt, Träger schädlicher Mutationen von der Fortpflanzung ausgeschlossen. Davon profitiert die Qualität des Erbgutes und damit die Überlebenschance der gesamten Population, berichteten die Forscher im Fachjournal Nature. Welt. Wie man auch in Zukunft die Ernährung der Welt sicherstellen kann, wenn alle heutigen Landwirtschaftsflächen voll ausgelastet sind und keine bisherige oder keine billige Energie mehr zur Verfügung steht? Das geht. Die Lösung liegt einerseits in der Umstellung auf Biolandwirtschaft, andererseits um die Erschließung von bisher brachliegenden, unfruchtbaren Gebieten in Wüsten, Halbwüsten, Savannen, wie zum Beispiel in der Sahara, Saudi-Arabien, Australien, aber auch etwa in Spanien. Bitte selbst weiterlesen unter Nummer 2. Und ich gehe mit den brachliegenden Bereichen und der Landwirtschaft noch weiter. Wir haben selbst in Deutschland sehr, sehr viel brachliegende Felder liegen, die finanziert werden von der EU oder auch die einfachen Knicks, die Bauern wissen, was das ist, die Knicks weiter ausmähen und eben dadurch unfruchtbar, beziehungsweise nicht unfruchtbar, sondern ungenutzte Flächen mehr zu benötigen oder zu bekommen dadurch. In manchen Feldern ist es teilweise bis zu 10%. Welt. In 100 Städten in über 40 Ländern ist es am Samstag zu Protesten gegen Monsanto und Syngenta getroffen. Die Demonstrationen und Demonstranten warnten vor den Gefahren von gentechnisch manipulierten Lebensmitteln. Sollte eigentlich in jedem Land der Welt passieren, wo Monsanto und Syngenta heimisch geworden sind. Leider muss man das so sagen. Die meisten Leute haben es nicht begriffen oder wollen es nicht begreifen. Und die Geld kriegen gar nicht. Die arbeiten mit denen Strom zusammen. Leider ist es so. Weltfinanzsystem. Der finale Kollaps wird kommen, weil die wahren Ursachen der Finanzkrise nicht beseitigt wurden. Die Finanzkrise, die die Krise verursacht hat, ist sogar der Krisengewinner, der wieder auf gigantischen Geldsummen jongliert und im Zweifelsfall von uns gerettet wird. Die Folgen sind volkswirtschaftliche Schadensmaximierung, die größte Insolvenzverschleppung in der Menschheitsgeschichte, Vernichtung unseres Wohlstandes durch dauerhaft niedrige Zinsen sowie Enteignung unserer Ersparnisse und Lebensversicherungen, sobald das System kollabiert. Jeder sollte daher wissen, dass er sich bei den kommenden Crash wappnen kann. Noch ist es Zeit, sich vorzubereiten, aber das Zeitfenster wird kleiner. Und weiterlesen bitte unter Nummer 4. VSA. Die Doe-Theorie reiht sich nahtlos an die bereits lange Reihe von Warnzeichen und Verkaufssignalen ein. Dass es an den Aktienmärkten bisher trotzdem noch nicht zum Crash gekommen ist, sollten Sie nicht als Entwarnung missverstehen. Im Gegenteil, je länger die spekulativen Übertreibungen anhalten
Und je größer die realwirtschaftlichen Ungleichgewichte werden, desto häufiger fällt die unvermeidliche Anpassungskrise aus. Das war schon immer so und wird auch dieses Mal nicht anders sein. Lasst euch nicht davon täuschen. Nach dem Motto, wie viele ja sagen, ja, es ist ja nichts passiert, ihr erzählt immer was, es kommt, seid froh, dass es noch nicht passiert ist. Somit hattet ihr noch eine ruhige Zeit. Es wird kommen, definitiv. Und das schneller, als ihr glaubt. New York, VSA. Erich King. Gerald, lassen Sie uns über die Korruption bei den Banken reden. Die kommen daher und sagen, ja, wir haben diese ganzen Märkte manipuliert. Wir haben alle diese diskriminellen Deals gemacht. Aber keiner von Ihnen und von denen geht ins Gefängnis. Gerald Celente, nein, keiner von denen geht ins Gefängnis. Das Wort Justice, also Gerechtigkeit, wird falsch buchstabiert. Es sollte Just US heißen, nur wir. Schauen Sie sich an, was in diesem Land los ist. So läuft das in einem faschistischen Nation weiter und um. Das ist genau das, was es darstellen will, nämlich den Faschismus. Die Banken sind die größten Mächte, die die Show hier schmeißen. Einige davon haben sich selbst schon vom Acker gemacht. Über 60. Das ist schon was. Die wissen also, was passieren wird mit ihnen. Oder würde, nur nicht mehr. Washington. Der VS-Senat hat das Gesetz zur Einschränkung der massiven Ausspähung von Amerikanern durch die NSA am frühen Samstagmorgen gestoppt. Sollte bis Ende Mai keine Einigung erreicht werden, würde die restliche Basis für einen großen Teil der Überwachungsaktivität des Geheimdienstes entfallen. Könnte was Positives sein. Auf den letzten Meter. Washington, Havanna. Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen Delegationen Kubas und der VSA über verbesserte bilaterale Beziehungen hat im VS-Außenministerium stattgefunden, musste mangels Einvernehmen auf Freitag verlängert werden. Lange Liste der zu überwindenden Meinungsverschiedenheiten und der zu lösenden Probleme. So einfach geht das nicht. Man kann nicht einfach sagen, wir machen weiter, wo wir mal vor 60 Jahren aufgehört haben. Geht nicht. Und vor allen Dingen, die Kubaner haben ihre eigene Meinung, zu Recht. Und die setzen sie durch, auch zu Recht. Nicht der Ami ist der große Bruder da und der große Retter. Ganz im Gegenteil, er ist der Vernichter. Uruguay, Mercosur. Uruguays ehemaliger Wirtschaftsminister Posadas hat am Samstag den gemeinsamen Markt Südamerikas Mercosur für gescheitert erklärt. Nach seiner Meinung muss Uruguay neue Mechanismen der wirtschaftlichen Liberalisierung außerhalb des regionalen Blocks finden. Der Mercosur ist gescheitert. Das schmerzt mich sehr. Ich habe jahrelang hart gearbeitet. Inzwischen erstickt der Mercosur in einem Netz bilateraler Abkommen. Iran, Schweiz, Israel. Ein Schweizer Gericht hat Israel dazu verurteilt, den Betrag von 1,1 Billionen US-Dollar an den Iran zu zahlen, um damit Schulden für geliefertes Öl in der Schah-Ära zu begleichen. Jemen, Saudi-Arabien, Israel. Israel wirft außerhalb von Jemens Hauptstadt Sana'a eine Neutronenbombe ab, um im Blätterwald der Mainstream-Medien herrscht wie üblich Schweigen. Nicht nur dort, auch in den NGOs für Menschenrechte, Frauen- und Kinderrechte, für die Umwelt und für was alles noch herrscht, Schweigen. Absolut. Wie gesagt, die Juden dürfen alles, die Israelis in dem Fall dürfen alles. Die Israelis sind in der Überzahl oder zumindest regierend, aber Zionisten von dem kleinen Juden strikt zu trennen. Dem passt das nämlich auch nicht. Antakya. Die Bürger der Türkei wollen keine amerikanischen Ausbildungslager für sogenannte syrische Rebellen mehr im Land haben und sind in Antakya zu Tausenden auf die Straße gegangen. Die Regierung schickte Soldaten, um die Demonstrationen aufzulösen. Doch diese schlossen sich dem Protestzug an, wie Medien meldeten. Das ist schon das zweite Land, was die Amis raushaben will. Das andere war Japan. Kuala Lumpur. Die malaysische Polizei entdeckte im Grenzgebiet zwischen Malaysia und Thailand zahlreich verscharrte Leichen und mindestens 17 verlassene Dschungelcamps, wie Innenminister Hamidi sagte. Polizeibeamte nannten später höhere Zahlen. Bei den Opfern handelte es sich nach ersten Angaben wahrscheinlich um muslimische
Rohingya aus Myanmar und Leute aus Bangladesch. Es wird also weiterhin in der gesamten Welt gemordet, egal in welcher Richtung, egal aus welcher Richtung. Japan. Etwa 40 Kilometer nördlich von Tokio trat Montagmorgen ein starkes Erdbeben auf. Nach Angabe der japanischen Meteorologiebehörde JMA erreichte es eine Magnitude von 5,6. Baku, EU. Baku bekommt das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu Passe. Aserbaidschan ist kein WTO-Mitglied, weshalb kann die Freihandelszone a priori nicht auf unser Land ausgedehnt werden, erklärte Aserbaidschans Außenminister Mavad Yadov am Montag in einem Interview für den TV-Sender Rossiya 24. Moskau, Turkish Stream. Im Juni soll es losgehen mit dem Bau der Pipeline Turkish Stream, erklärte letzten Dienstag Gazprom-Präsidiumsmitglied Aksyudin. Die Rohre für die Pipeline kommen von der Firma Europipe aus Deutschland. Verlegt werden sie von italienischen Unternehmen Saipem und dazu zwei Spezialschiffe werden eingesetzt. Saipem war schon beim Bau der gescheiterten Pipeline-Projekt South Stream dabei. Gazprom wird mit dem Pipeline-Bau beginnen, obwohl es noch keine offiziellen Abkommen mit den Regierungen der Türkei und Griechenlands gibt. Es gelten noch die alten Dokumente zu South Stream. Die kann man eigentlich relativ schnell umschreiben. Moskau, Deutschland. Historiker, Journalisten und weitere Infokrieger haben Material zum Recherchieren und Investigieren bekommen. In Russland existiert ein Projekt, welches Dokumente aus Deutschland, so gemeinte Trophäendokumente, digitalisiert aufbereitet und somit elektronisch der breiten Masse öffentlich zugänglich gemacht werden möchte. Russland wollte diese Dokumente nicht auf Ewigkeiten vorenthalten. 70 Jahre nach Kriegsende wurden sämtliche solcher Dokumente freigegeben und sind nun nicht mehr zensiert. Dass da einiges zutage gekommen ist, haben wir ja schon gelesen. Moskau, Ukraine, Stockholm. Russland fordert von Schweden, alle in der Ukraine kämpfenden Söldner unverzüglich zurückzurufen. Schweden selbst gibt die Anwesenheit der Kämpfer zu. Im Gegensatz zu schwedischen IS-Kämpfern in Syrien würden sie bei der Rückkehr in ihre Heimat keine direkte Bedrohung darstellen, so der Chef der schwedischen Sicherheitspolizei. Lugansk. Alexei Moskowoj, Kommandeur der Luganskier Brigade Priskak, fiel Samstag einem Anschlag zum Opfer. Der Anschlag erfolgte ungefähr an derselben Stelle wie der gescheiterte Mordversuch vor einigen Wochen. Es gibt naheliegende Gründe, nicht von diesem Anschlag durch ukrainische Sabotrupps und Sabotagetrupps auszugehen. Doch, es waren die ukrainischen Saboteure und sie haben von drei Seiten auf das Fahrzeug geschossen nach der Erfolgung der Explosion. Eine Seite war von denen nicht besetzt und er ist fürchterlich durchsiebt worden, leider. Kiew, EU. Valery Chalai, Vizeverwaltungschef des ukrainischen Präsidenten Poroschenko, hat vier Länder der EU genannt, die nach Angaben Kiews die Ratifizierung des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine hinauszögern. Griechenland, Zypern, Italien und Österreich beginnen erst jetzt mit dem Ratifizierungsprozess, sagte Chalai dem ukrainischen Fernsehen 5 Kanal. Kiew möchte, dass die Staaten mit der Ratifizierung schneller fertig werden. Deshalb machte Kiew beim Kontakten auf höchster Ebene Druck. Die können sich ruhig noch ein paar Monate Zeit lassen damit. Es braucht kein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine dargestellt zu werden oder ausgearbeitet zu werden. Das Ding ist sowieso bald hinfällig. Finnland. Finnland bereitet sich nach allem Anschein nach auf einen eventuellen Krieg gegen Russland vor, berichtete der VS-Nachrichtensender CNBC am Samstag. Die finnische Armee unterrichtete vor kurzem rund 900.000 Reservisten in versandten Briefen, was sie im Fall einer militärischen Krise zu tun haben, hieß es in dem Bericht. Das Verteidigungsministerium in Helsinki erklärte den Versand der Briefe mit den Ergebnissen der 2008 gestarteten umfassenden Reform, die mit der Rolle der Reservisten in einem möglichen Konflikt zu tun hat. CNBC zufolge wurde die Versandkampagne vor dem Hintergrund zunehmender Spannung in den Beziehungen zwischen Russland und seinem Nachbarn durchgeführt.
Auch andere Medien bringen die vom finnischen Verteidigungsministerium ergriffenen Maßnahmen mit der russischen Aggression in Verbindung. Ist natürlich völliger Müll, aber es wird vom Besten her so geschrieben. Auch in Finnland, leider. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig ausgewählt worden. Offenbar ist das mit dem aggressiven Verhalten Russlands verbunden, schmierte die kanadische Zeitung National Post unter Berufung auf einen Reservisten, der anonym bleiben wollte. Toll, kann ich nur mal sagen. Tolle Quelle. Warschau. Der konservative Duda hat überraschend die Präsidentschaftswahl in Polen gewonnen. Duda will das Verhältnis zu Deutschland auf den Prüfstand stellen, die EU in einem Einfluss zurückdrängen. Er will mit den USA direkt zusammenarbeiten und NATO-Stützpunkte in Polakranien erstellen. Naja, was der will oder was der herbläst in die Öffentlichkeit und was wirklich umgesetzt wird, sind vier verschiedene Paar Schuhe. Zu melden hat er nichts, gar nichts. Weder in der NATO noch in der EU. Er hat das zu tun, was die Amis sagen. Noch. Wien, Balkan, USA. Der Westen scheint seine aus der Ukraine bekannte Politik, die alle russlandfreundlichen Verbindungen kappen will, auf den Balkan übertragen zu haben, schrieb der österreichische Politwissenschaftler Haderer in der Wiener Zeitung. Während Mazedoniens Opposition die Regierung von Ministerpräsident Gruevski zu Fall bringen versuchte, fühlte man sich auf seltsame Weise in ähnliche Szenarien in der Ukraine erinnert, hieß es in dem Beitrag. Auch dort handelt es sich um einen Staat, den man auf Biegen und Brechen europareif formen möchte. In der Ukraine versuchen sie es auf europareif Form zu schießen. Der Experte vermutete dahinter die Interessen der USA, denen ein Sturz aller russlandfreundlichen Regierungen besonders am Herzen liegt. In Mazedonien wollte Washington konkret das lukrative russische Gaspipeline-Projekt Turkish Stream für Südeuropa verhindern. Da wird sich, glaube ich, der Ami noch ganz fürchterlich täuschen. Vielleicht kriegt er vorher schon einen auf die Ohren. Und das meine ich so, wie ich das sage. London, EU. Die britische Tageszeitung Sun hat einen Reporter in einer Moschee eingeschleust. Dieser hat enttarnt, dass dort offen propagiert wird, wovor die patriotischen Parteien schon lange warnten und dafür den Vorwurf des Rechtsextremismus erhielten. Islamisten wandern gezielt in europäische Städte ein, um sie zu übernehmen und den Ungläubigen ihr Geld abzuziehen. Naja, und zu ermorden. Das sind ihre eigenen Worte. Auch das wird so nicht klappen. Dass dann natürlich ein paar reinkommen. Ein paar ist gut. Das sind 400, 500, 600, 700.000 Stück und insgesamt in die EU mehr als 1 Million. Das sind Riesenstädte schon, wenn man die alle zusammensetzen würde. Natürlich haben die was vor. Aber sie werden sich selbst wundern, wie schnell das abgehakt würde von denen. Brünn, Deutschland. Am Dienstag, dem 19. Mai 2015, veröffentlichte die Stadt eine Erklärung, in welcher der Stadtrat die Verantwortung der mährischen Hauptstadt im sogenannten Brünner Todesmarsch eingesteht und die Deutschen dafür um Vergebung bittet. Oberbürgermeister Wokreil gab sich erfreut, dass es diesmal geklappt hatte. Auch da ist ein leichtes Umdenken angesagt. Wir denken immer noch an die Beneš-Dekrete, die ja selbst von der tschechischen Regierung immer noch als korrekt dargestellt werden und nicht abratifiziert worden sind. So fängt der erste Oberbürgermeister damit an und umgeht diese Scheinregierung. Dankeschön dafür. BRID Deutschland. Vor einiger Zeit konnten wir bereits über einen sogenannten Gerichtsvollzieher berichten, der es satt hat, sich zum Spielball scheinstaatlicher Ganoven machen zu lassen. Erst Donnerstag berichteten wir von einem Steueroberssekretär, der seine Vorgesetzte im Finanzscheinamt Fulda fragte, wie sich das denn eigentlich mit der Rechtsgrundlage in Sachen Steuerpflicht verhält. Offenbar spricht sich auch bei der behördlichen Bevölkerung so langsam aber sicher das herum, dass es im hiesigen Land im Grunde eine ganze Ecke ganz gewaltig zum Himmel stinkt. Vergesst bitte nicht, alle Steuerzahlungen, die wir machen, sind Schenkungen. Die Steuergesetze basieren auf Adolf Hitlers Gesetze von 1934. Man kann natürlich auch die Leute im Finanzamt fragen, wenn sie doch auf die Gesetze von 1934 sich berufen und die als Basis und als Grundlage nehmen,
ob man diese einzelnen Leute, die einzelnen Sachbearbeiter oder auch Abteilungsleute, eventuell mal melden sollte bei den Alliierten, damit sie entnazifiziert werden können. Die springen einen halben Meter aus dem Stand hoch. Es hat schon geklappt. Berlin. Im Bundestag wurde Freitag das sogenannte Tarifeinheitsgesetz abgestimmt, das kleinen Gewerkschaften wie der GDL faktisch die Lebensgrundlage entzieht und von der Großen Koalition vor allem durch Arbeitsminister Nahles vorangetrieben wurde. Das Gesetz gilt unter Fachleuten als verfassungswidrig, so wurden auch schon Klagen vom Bundesverfassungsgericht angekündigt. Gleichwohl stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für das Gesetz. Regieren heißt ja bei unseren Leuten nur noch, neue Gesetze zu machen. Das ist so lange, oder bis es so lange gemacht wird und geändert wird, bis es passt. Auch wenn es dabei quietscht, die Gesetze, das interessiert sie nicht. Sie machen neue Gesetze. Und Gewerkschaften sind einfach nur NGOlers, mehr nicht. Und helfen unter anderem der neuen Weltordnung zur Erreichung ihrer Macht, was nicht mehr klappen wird. Köln. Die Unterbringung von sogenannten Flüchtlingen scheint immer mehr zu lukrativen Einnahme zu werden, wenn das Unternehmen nicht ausgelastet ist und an die Grenze der roten Zahlen tendiert. Das Vier-Sterne-Hotel Mado in Köln nimmt Flüchtlinge auf. Zu diesem Zweck wurden die Räumlichkeiten umgebaut. Toll. Ist eigentlich nicht zu begreifen, aber ich glaube, wir müssen das auch nicht mehr begreifen. Die gute Nachricht. Was dir der Himmel schickt, das nimmst du dankbar an. Und es ist es minder gut, so ist es doch getan, dass es ein guter Mut zum Besten werden kann. Und das stammt von Friedrich Rückert. Und das war's mal wieder für heute. Ich drücke uns mal die Daumen, dass wir demnächst ein bisschen anderes, besseres Frühlingswetter bekommen. Mai-Regen ist zwar ganz schön, aber bei der Kälte ist es nicht so schön. Vielleicht sollten sich einige auch mal in Regen stellen, damit sie größer werden. Hat man mal früher schon gesagt, Mai-Regen macht groß. Egal wie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen und hören uns wieder am Ende der Woche. Euer Honigmann. Tschüss.